Aloha, ich grüße euch. Haha, Bestellung bei Fasten, Kreativ, Fasten, Fasten, keine Ahnung. Ist ja hier bei mir in der Nähe. Ich wäre quasi 20, 25 Minuten wäre ich da. Aber die haben ja keinen Fabrikverkauf. Schade, schade, schade. Ist gestern angekommen. Ich habe es nicht mehr aufgemacht. Ich war so müde gestern. Aber jetzt mache ich es mit euch auf. Ich bin total gespannt. Ich meine, ich weiß ja, was drin ist, aber ich habe mit sowas noch nie gearbeitet. Ich hatte mir. Muss ich gleich mal gucken. Nee, wir packen jetzt erstmal auf, bevor ich hier spekuliere und wieder irgendwas erzähle. So, ich bin total gespannt. Ich habe hier auch noch einen Action-Call abzudrehen. Mir fehlen aber noch ein paar Sachen. Die hatte Claudia mir besorgt. Aber ich glaube, ich drehe den trotzdem. So, was haben wir hier? Das wird wahrscheinlich Mr. Lieferschein und die Rechnung. Okay. Bezahlt ist, von daher kann ich das getrost beiseite legen. Es ging recht schnell. Ich habe vorgestern oder vor 3 oder 4 Tagen bestellt. Das war ratzfatz da. So, ja, Papier, Papier. Und das ist der Inhalt. Einmal hier Zoo Easy. Da kann man so Linien machen, wo dann. Ja, wie Stiche. Also ich brauche dann nur noch eine stumpfe Nadel und kann dann nähen. Das ist aber für mich nicht für Stoff, sondern wirklich fürs Papier. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich habe es einfach mal bestellt. Und das hier in gerade mit dem Kopf dran, weil hier ist ja jetzt nur der Kopf. So. Und dann einmal das, um Ribbons durchzuziehen. Fand ich total genial. Gibt es mehrere Muster von. Das gibt es wohl schon Jahre. Habe ich irgendwie nie am Schirm gehabt. Und ich hatte jetzt nochmal gestöbert bei We Are Memory Keepers. Was haben die so neu und überhaupt? Weil da gucke ich eigentlich gelegentlich öfter. Was das? Auf jeden Fall ab und an gucke ich da, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Und ja, habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Bei Amerikanern, die haben das eher. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich wollte dieses gerade, das gefiel mir am besten. Ihr wollt ja bestimmt jetzt auch Preise wissen. So, und Preis. Das hier kostet 12,52 Euro. Und das hier kostet 7,51 Euro und das 3,34 Euro. Also ich denke, da kann man nicht motzen, ne? Also das ist alles preislich in Ordnung. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem tollen Teil hier mal an. Also diese gibt es hier alle. Also Ribbons habe ich mir jetzt nicht bei gekauft. Ich hoffe nicht, dass die eine Spezialbreite haben und auch nur dann diese da durchgehen. Das wäre natürlich übel, weil ich habe hier ganz viele Ribbon-Bänder, nur meine Bändersammlung. So. Also das Set besteht aus diesem Teil hier. Das ist magnetisch, damit mir dann das Papier auch nicht abhaut. Und ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass ich das nur am Rand mache, ne? Sondern ich kann das ja positionieren, wie ich will. Dann haben wir hier diesen Stupsi, der macht dann
quasi, der sticht das aus. Und hier sind so ein paar Klebebänder, da kann ich das Ribbon dran festmachen, um es dann durch diese Löcher zu ziehen. So, ich hatte eine ähnliche Idee und hatte mir gekauft, wenn ich das jetzt finde, in irgendeinem Laden, nicht das hier, sondern das mit, ich finde es jetzt gerade nicht, wo so zwei, ihr könnt euch vielleicht auch nichts vorstellen, ich guck mal kurz, müsst ihr nicht weit weg sein, eigentlich hier drin. Ja, Frau Jedönsrad, Ordnung. Nee, ich finde es jetzt gerade, hier drin. Ist er da? Nee, ist der große Punkt. Nee, ad hoc finde ich es nicht. Auf jeden Fall war das, also die Größe und dann hier so zwei so Striche. War auch ganz nett. Konnte man dann halt am Rand, so die zwei Striche und hätte man, aber, wie soll ich das erklären? Es war halt zu unflexibel. Ne? Ich konnte halt nur am Rand das machen und eigentlich sind diese Striche auch zu groß. Und da kam mir das hier gerade recht. Und das wollen wir jetzt mal testen. Ich hole mal ein Kartenruling. Ja, das sind nur Umschläge. So. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Kartenruling. Wie gesagt, ich will das auch für einen Planer nutzen. Und dann machen wir es. Oh, der Magnet hat schon eine Kraft. So, jetzt gucken wir mal. Das ist ein Tick größer. Aber das ist nicht schlimm. So. Nee, ich muss ja gucken, dass das. Ups. Nicht so sehr am Rand ist. Ne? Also hier die letzten Stiche. So. Jetzt habe ich das eingeklemmt. Und wie gesagt, das habe ich halt auch gern mit dem, möchte ich gerne mit dem Planer machen. Und dann muss ich eigentlich nur das dadurch stechen. Ich glaube, das letzte hier mache ich nicht. Dann drehe ich das um, weil die Wellen gehen ja immer einmal so rum, einmal so rum. Ne? Um nicht immer dieses Ding zu drehen, mache ich halt erst die eine Seite. Also in die eine Richtung und dann in die andere. So, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Dann haben wir das hier. So, da kommt dann das Band durch. Jetzt hole ich mal ein Band. Ja, Vorbereitung ist alles, ne? Aber das war jetzt auch eher spontan und nicht schnell nicht noch irgendwie was raussuchen, sondern schnell dran und ausprobieren. Weil ich nämlich so scharf darauf war. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Band passt natürlich überhaupt nicht. Dann müssen wir mal Lucky machen. Da haben wir auch keine drin, die passen könnten. Tja. Nehmen wir gerade den Karton mit hier hin. Gucken wir mal, dass einigermaßen. Ich meine, notfalls könnt ihr auch hier so eine Spitze, ne? Die kann man ja auch durchziehen. Aber ich würde es halt gern erstmal mit Ribbon ausprobieren. Oder ich müsste das hier, was so zart.
Das wird auf jeden Fall farblich passen, ne? So, das mache ich mir dann hier. Da muss ich mir natürlich was überlegen, weil da sind jetzt nur 3 Stück bei von diesen. Die sind natürlich schnell weg. Ob ich die wieder benutzen kann? Wenn ich sie denn überhaupt benutzen kann hier. Eieiei. So. Da tue ich mir mein Ribbon reinklemmen. So. Und fange dann hier mal an mit durchziehen. Ich kann es mir natürlich auch vorher abschneiden, aber ich denke mal, viel, viel länger wie das Stück Papier muss man das nicht machen. Weil hier ist ja jetzt kein wildes Muster drin. Aber ich würde es doch einen Tick länger machen, so. Dass ich hinterher zum Schluss da nicht... Ja, und das finde ich für alles Mögliche, ne? Ob Kartengestaltung oder für einen Planer oder für ein Album, finde ich das mega genial. Klar, kann man es natürlich auch selbst machen, ne? Aber kriegt man die Abstände so hin, weiß man nicht, ne? Jetzt einmal getrillert, warum auch immer. Aber ist da hinten ja eigentlich egal. Jetzt habe ich einmal hier Denkfehler. Das letzte hätte ich gar nicht mehr machen müssen, weil jetzt müsste ich das so, aber ist ja eigentlich egal. Ne? So, schnibbeln wir das hier auch mal ab. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, ich finde es mega für viele, viele Sachen. Ich möchte es gern im Planer auch verwenden, aber auch für alles andere, ne? Für meine Card Candies und. Dann bekomme ich ja ein Rolodex, ja, ein Memodex, den habe ich mir bestellt. Da kann man auch feine Sachen dann mitmachen. Ja, ich finde es cool. Also ich denke, ja, ich mache auf jeden Fall noch mehr Sachen damit und werde ich euch dann auch zeigen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hier abziehen kann. Oh, das klebt ganz schön. Also das ist fest. Schwupps. Na, weil 3 Stück sind natürlich ein bisschen wenig, die da drin sind. Und ich will nicht wissen, was die im Nachkauf kosten. Wahrscheinlich richtig teuer. Aber Hauptsache, es hält irgendwie ein bisschen. So, dann tue ich mir das wieder dabei. Ja, nettes Teil. Freue ich mich drauf, mehr mit zu arbeiten. Und wie ihr seht, wie gesagt, auf das hätte ich ja verzichten können. Dann wäre es nur so gewesen. Ich finde es ein nettes Spielzeug. So, dann können die Bänder wieder weg. Jetzt gehen wir zu diesen anderen Teilen. Und die habe ich durch absoluten Zufall, weil das hatte ich ja bei We Are Memory Keepers gesehen. Und die anderen Sachen sind mir dann beim Schnöbern aufgefallen. Und ich denke so, ach, wie jetzt? Ist ja cool. Ne? Wie das hier, wo ich denke, oh, cool. Ich habe zwar auch eine Nähmaschine, ich bin aber, also ich kann nicht nähen, ne? um Gottes Willen. Die ist auch unten in der Kellerbar eingepackt und ich möchte sie hier eigentlich auch nicht hochholen, weil, ja, ist schon voll genug. Und dafür mache ich auch zu wenig. Aber so mal ein paar Nähsachen darüber, finde ich nicht verkehrt. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal ein Stück Papier.
auch wieder so eine Karte. Ich gucke mal, ob ich was anderes habe an Karten. Bestimmt in meinem Fundus hier. Das Gold, irgendwas, was. So. Worauf machen wir das jetzt? Oder einfach auf ein Stück Cardstock. Es wäre ja auch witzig, wie dick das sein darf. Ne? Wir machen jetzt einfach mal hier auf so einer roten Karte. Jetzt hier nochmal eine Karte. So, wo ist mein Unterleg? Ja, geht's. Ich hatte doch hier meine Bastelunterlage. Alter Verwalter, ist egal. Dann machen wir das jetzt mal. Das kann ja eh. Kommt gleich in den gelben Sack. Ich lege mir jetzt einfach mal was unter, weil ich möchte keine Löcher gleich in meinem Schreibtisch haben. Ich würde mir sonst jetzt die Bastelmatte oder eventuell ein Stück Moosgummi oder so eine Prickelmatte unterlegen. Keine Ahnung. Und damit ich auch eine gerade Führung habe, lege ich mir jetzt einfach mal ein Lineal an und ich mache jetzt einfach mal hier so ein, ich mache mal hier, okay, so, Achtung, Tierkörper, okay, gerade ist das nicht, jetzt habe ich aber auch keine richtigen Löcher, oder ist das nur für Papier, da war ja eine Nadel bei. Ein Stück Plastik dran. Nee, das ist noch nicht richtig. Nee. Wir machen jetzt mal was anderes. Wir nehmen einfach mal hier so ein Stück Papier. Hier muss ich noch üben. Wie gesagt, da habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Ich fand die Idee einfach cool. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier rum experimentieren, werde ich es erstmal testen und dann drehe ich weiter. Ne? Ich denke, das ist eine gute Idee. Vor allem Emmy ist jetzt gerade hier nervös. Mal gucken, was die will. Bis gleich. So, ich habe es jetzt auf diesem Sketchpad-Papier ausprobiert aus dem Action. Ist natürlich etwas schief. Ja, funktioniert super. Kriegt immer vielleicht auch so hin, wenn man, weil das Papier ist jetzt recht dünn. Wie gesagt, habe ich noch nicht, ist nicht gerade. Da müsste ich dann halt überlegen, wie ich das gerade bekomme. Ich schneide mal kurz den Faden hier ab. So, das war jetzt erstmal nur ein Test. Ja, witziges Gadget, ob es unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Ich will das jetzt nochmal mit Lineal probieren, ob ich das irgendwie gerade kriege. Aber es muss ja auch nicht immer unbedingt gerade werden. Ja, vielleicht in meinem Journal schon, wenn ich das hier so ein bisschen... Ja, dann wird es auch gerade, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich schneide jetzt hier nochmal den Faden ab. Und fange hier an, das durchzunähen. Also ich sag mal, wenn ich mehrere Lagen Papier habe, wo ich das vielleicht durchnähen will, wird es natürlich schwierig. Ne? Also es ist wirklich für dünneres Papier. Ich müsste es mal noch testen. Vielleicht hat einer von euch das ja schon getestet oder hat dieses Gerät und sagt, Frau Jödönsrat, warte, du machst das totaler Mist, das geht anders. Keine Ahnung. Das kann ja durchaus alles sein. Also für mich, ohne jetzt näher nachzugucken, würde es so funktionieren. Achtung, Tierkörper. So,
schauen wir mal. So, also wie gesagt, gerade mit dem Lineal geht das auch. Wenn man es denn gerade möchte. Ich müsste halt noch viele andere Sachen ausprobieren. Aber das kommt ja jetzt erst beim Machen. Ne? Seht ihr mich überhaupt? Oh, ich treffe hier das Loch nicht doch. So. Ja, Action Roll habe ich noch für euch, einen kleinen. Dann kriege ich ja noch ganz viele Sachen von der Claudia, unter anderem die Bügelpresse. Da bin ich total gespannt drauf. Und bestellt ist diese Rolodex von Heidi Swap. Der kommt auch irgendwann. Da bin ich total gespannt. Das ist so mein Geburtstagsgeschenk an mich. Habe ich mir so gedacht. So, ja, sieht schon besser aus, ne? Ist auch gerade. Ja, ich finde es cool. Nettes Gadget. So, und jetzt habe ich ja das andere, das Ganze noch mit diesem Kopf. Das testen wir jetzt auch noch. Wie gesagt, ich bin froh, dass es nicht so teuer war. Weil sonst hätte ich mich, glaube ich, doch ein bisschen geärgert. Kriegt man das gar nicht ab? Doch. Ich muss mal gucken. Doch. Muss man. Aua. Nicht, dass ich es kaputt mache. Wo Ruhekräfte sinnlos walten, ne? Ah, ja. So. Ist so. Dann so. So, und das ist ja jetzt hier so. Oh, Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. So, das mache ich aber auch jetzt mal am Lineal entlang. Kann ich gar nicht sehen. Das war nicht fest genug. Das war nicht fest genug. Na, ah, nee. Da war auch nichts. Das Ganze hier oben nochmal. Weil das ist schon so ein bisschen tricky. Ja, jetzt ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber gehen wir da jetzt auch mal mit dem Faden entlang. Schneide ich mir noch mal ein Fädchen ab. Wie gesagt, ist alles von Via Memory Keepers. Also über das Ribbon-Ding freue ich mich ja total. Und hier, ja, ich glaube, wir müssen erstmal noch Freunde werden. Schauen wir mal. Es ist witzig. Und ich habe da auch schon einige Ideen zu. Aber es ist doch in der Anwendung etwas schwierig. Ja, wie manches von We Are Memory Keepers. Ich habe ja einiges, wo ich auch von der Grundidee echt begeistert bin. Aber manchmal stelle ich mich zu dämlich an. Ich denke, das ist noch nicht ausgereift. Ja, das könnte doch durchaus alles einfacher sein. Ich nehme mal die andere Seite. Und vielleicht, wenn das nicht klappt, mal die Brille. Nee, ich habe eine andere Idee. Ich habe doch hier meine... Wo sind sie? Da. Meine Einfädelhilfen. So, ja, Emmy ist am Jammern. Die will, glaube ich, hier wieder... Oh, alter Verwalter. Jetzt bin ich drin. So. Und jetzt wollen wir das Ganze mal hier im Kreis nähen.
Ich fange aber hier unten an. Man kann natürlich auch einen dünneren Faden nehmen, ne? Also ich will aber, wie gesagt, ja nicht, ich kann keine Nähmaschine bedienen, sondern ich will das einfach als Zierde für Papier haben, ne? Klar, könnte man sich auch so vormalen und überall einen Punkt hinmalen und mit einer Spitzennadel machen. Kann man halt auch. Ja, man muss ja nicht nur hier dieses Stickgarn durchziehen, man kann auch normales Garn durchziehen. Oder, was einem gerade so einfällt, ne? Hier Ringelbänder, das ist ja auch total egal. Oder Wolle, wie es halt passt. Einfach mal ausprobieren, ne? Ich will einfach mal machen. So, hier müsste ich dann wieder so. Wie gesagt, man könnte auch an einem Stempel entlang, ne, wenn das ein Stempel ist, ja auch die Idee. Ne, einfach stempeln, dann gucken, immer die gleichen Abstände, Löchlein rein und dann nähen. Da braucht man nicht so ein Ding hierfür. Aber jetzt habe ich's. Wie gesagt, fürs Bullet Journal und so finde ich das gar nicht verkehrt. Müsste ja noch ein bisschen durch. So. Und ich muss euch von unseren Kerzen erzählen, die wir letztens geholt haben. Wir haben die meisten schon alle einmal düfteln lassen unter dem Candle Warmer. Und bis jetzt sind wir mit allen Düften zufrieden. Mein Mann hatte zwar, der hatte im Rohzustand, sag ich mal, also ohne zu brennen, natürlich auch an allen gerochen, hat gesagt, ja, einige sind mein Ding, andere nicht. Achtung, Tierkörper. Aber jetzt, wo wir so fast alle mal angebrannt haben, also gedüftelt unterm Warmer, muss ich sagen, er sagt, nee, die sind, also gefallen ihm auch alle. Und ich bin total begeistert. Manche sind echt so stark, die stelle ich in den Flur. Habe ich letztes Jahr auch. Da hatten wir zu Weihnachten oder um die Adventszeit 2 Düfte von Yankee Candle. Die waren auch dermaßen stark. Die habe ich in den Flur gestellt und dann roch ja, der Flur und Wohnzimmer, Esszimmer, so dass man das aushalten konnte. Und wir haben wirklich ein großes Wohn-Esszimmer und Küche in einem, ne? Also das ist schon ordentlich Duft hinter, was ich persönlich gut finde, weil sonst würde ich mir keine Duftkerzen kaufen, ne? Da bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann eine Duftkerze habe, die dann doch nicht so den Duft abgibt, ne? Und ja, aber ich kaufe ja ich kaufe nicht mehr diese No-Name-Dinger, weil man weiß auch nicht, was drin ist. Das ist immer so, ja, mein Problem dabei. Und deswegen eigentlich schon, ja, seit langem Markenkerzen. Auf jeden Fall die mit Duft, ne? Der Duft muss ja irgendwo herkommen, das wird ja wahrscheinlich irgendwie ein Öl sein, irgendein Duftstoff. Und da denke ich doch bei hochwertigen Kerzen, dass da andere Inhaltsstoffe verwendet werden. So. So, und das kommt bei raus. Ich finde es witzig. Ist okay, ne? Gut. Ja, das war mein Phasen-Kreativ-Haul mit den Sachen von We Are Memory Keepers, Zoo Ribbon, So Easy und nochmal So Easy.
Ne? Ich will mal gucken, ob was in Deutsch drauf steht. Nee. Pearson Zoo Create. Mm-mm. Also diese ganzen Formen gibt es da wohl von. Muss man, denke ich, nicht alle haben. Das ist, kann man auch selber. Also jetzt, wie gesagt, wo ich das jetzt so sehe, kommen mir da ganz viele Ideen. Wie gesagt, über das bin ich total froh. Ja, das hätte im Nachklapp vielleicht nicht sein müssen. Aber wie gesagt, war jetzt recht günstig. Also ich fand es jetzt nicht zu teuer. Nettes Gadget. Aber kann man bestimmt auch alleine hinkriegen. Aber erstmal drauf kommen. Ne? Wenn, aber manchmal ist das naheliegendste so weit weg. Man denkt, ja, eigentlich easy peasy. Ne? Ja. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Hat es euch nicht gefallen, dann lasst mir einen Daumen nach unten da. In jedem Fall abonniert doch meinen Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein Video machen, wie ich das weiter verwende, die ganzen Sachen. Ob das die Ribbon-Sachen sind oder hier dieses Easy Sewing, wird auf jeden Fall noch ein Folgevideo kommen. Bis dahin, tschüss!